Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Drogeriehaul für dich, denn ich war bei DM und bei Rossmann shoppen und möchte dir gerne das Resultat zeigen. Genau, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch das in Kategorien aufgeteilt, deswegen sind hier Timestamps. Da könnt ihr weiterhüpfen, weil der Part dekorative Kosmetik ist nicht ganz so groß. Ich habe halt super viel auch in der Ideenwelt was gefunden bei Rossmann und halt was wir eigentlich aktuell einfach so brauchten. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem Turm an, der vor mir steht. Ich weiß nicht, ist das Pflege, Körperpflege, keine Ahnung. Ich habe mir allerhand Slip-Einlagen bei DM gekauft und zwar von Yessa. Einmal die Slip-Einlagen, die Slip-Einlagen flexibel, schwarz, luftdurchlässig, ohne Folie. Die finde ich ganz toll, die mag ich tatsächlich. Ist nur so eine kleine Packung immer, das finde ich immer ein bisschen schade. Da sind nur 28 Stück drin. Ja, und deswegen, was neu ist, das wusste ich gar nicht. Produkt enthält Kunststoff. Das habe ich ja noch nie gesehen. Habt ihr das schon gesehen? Dass man das, also da steht drauf, nicht ins Klo werfen, weil dann könnten die Schildkröten das nicht so cool finden. Das habe ich noch nie gesehen. Ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, ne? Ist flexibel, das heißt, es kannst du für einen Slip oder für einen String verwenden. Finde ich gut. Also, ne? Also brauche ich tatsächlich. Dann habe ich mir auch noch die Yessa Nature Slip-Einlagen bestellt, gekauft. Und zwar, also ich habe verschiedene jetzt einfach mal mitgenommen, um zu gucken, welche ich jetzt am liebsten mag tatsächlich, ne? Weil ich halt immer Slip-Einlagen trage und deswegen gucken wir einfach mal. Vertrauen 25 Jahre und Sicherheit, keine Ahnung, das sind einfach 40 Stück und 4 sind gratis da drin. Ist das nicht nett? Die haben auch immer so eine schöne Verpackung. Ich fülle mir die aber trotzdem immer um und packe mir die dann, hier steht es aber nicht drauf mit dem Plastik, ne? Das ist crazy. Genau. Ich habe in meinem Badezimmerschrank einfach da so ein Ding, wo ich immer meine Slip-Einlagen reinmache, weil ich die ja eh immer brauche. Dann habe ich auch noch mitgenommen die mit Skin Comfort, sanfter Schutz mit Milchsäure, auch interessant. Auch da enthält Kunststoff, muss er aufpassen, ne? Da sind jetzt ein paar mehr drin. Ja, die sind halt nicht flexibel, muss ich mal gucken, 50 Stück sind hier drin enthalten. Genau, also sonst habe ich halt immer die Yessa Nature gehabt oder halt diese Stringviecher. Und dann habe ich hier noch die Active Shape Dinger, normal. Da steht es nicht drauf mit diesem Plastikvieh, keine Ahnung. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob euch das auch aufgefallen ist, ob es da irgendwie gerade eine aktuelle Aktion bei DM gibt. Ich wusste das so nicht, aber gut, ja. Habe ich wieder Nachschub, ne? Läuft. Das war eigentlich soweit schon zur Pflege. Dann würde ich jetzt mal weitermachen mit der dekorativen Kosmetik, weil ja, da habe ich mir ein bisschen was bei DM gekauft. Da habe ich 2 verschiedene Lippenstifte, aber ich glaube, den einen trage ich mir jetzt wirklich mal auf, um zu gucken, wie der so ist. Und zwar von L'Oreal, die haben so eine neue LE, glaube ich. Colorie-Schreie Nude Intense 179 Nu Decadent. Das ist dieser hier, der hat auch irgendwie so eine Lady da vorne drauf. Ich glaube, das ist einer von, also relativ neu, ne? Finde ich sehr interessant und das können wir jetzt mal direkt auftragen. Ich mag von der Haltbarkeit und von der Auftragbarkeit und so weiter die L'Oreal Lippenstifte sehr, sehr gerne. Die gefallen mir einfach gut und deswegen nehme ich mir gerne auch welche aus LEs oder so mit. Mhm, schöne Farbe. Sauber aufgetragen ist es jetzt nicht unbedingt, aber die Farbe ist schon cool. Jetzt nicht unbedingt zum Augenlook, aber gefällt mir, ne? Definitiv schön weich und so. Und das mag ich ganz gerne. Ist cool. Ja, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt zum Augenlook, aber der gefällt mir. Finde ich schön. Dann habe ich mir auch noch mitgenommen von NYX den This is Milky Gloss. Den fand ich sehr interessant. Ist jetzt auch wohl neu. In der Farbe Tim... Nee, T-I-M-G 07 Cookies and Milk. Das sieht schon hübsch aus, ne? Und ich wollte in Fullface NYX Cosmetics schminken, deswegen habe ich nicht nur diesen Lippy mitgenommen, sondern auch ein Puder, was neu war. Und zwar das Can't Stop, Won't Stop Mattifying Powder. Ich bin ja eigentlich kein Fan davon, mattiert zu werden, aber gucken wir mal. Brightening Translucent, ne? Also das soll halt nicht nur mattieren, sondern dann halt auch so ein bisschen, ist alles noch zugeklebt, translucent sein, also Brightening. Sehr geil. So, dann habe ich mir auch noch mitgenommen von NYX, das fand ich auch interessant, Shadow and Liner Primer Ultimate, jo, kenne ich gar nicht, also quasi eine Lidschattenbase, so ein bisschen in der Farbe Light habe ich mir das mitgenommen.
Auch das wird in das Full Face mit einfließen. Das war auch eigentlich der Grund, weswegen ich zu DM gegangen bin. Dann habe ich hier noch, der ist neu gewesen, von Maybelline, Express Brow Satin Duo Dark Blonde habe ich mir als Farbe mal mitgenommen. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. Und da hast du auf der einen Seite, das habe ich nämlich auch in der Werbung gesehen, mich anfixen lassen, so ein Vieh, was wir jetzt schon von mehreren Beautyboxen so als Lidschatten gesehen haben. Das ist so ein Puder. Aber erst machst du dir den Liner halt drauf und das ist halt so ein tropfenförmiger Liner. Und das könnte ganz gut bei mir funktionieren. Werde ich mal ausprobieren. Und das war ein Reim und das mag ich. Ja, probieren wir mal aus. Eigentlich wollte ich mir auch von Max Factor diesen Bronzer kaufen, aber den finde ich irgendwie nirgendwo bei uns im Laden. Egal, habe ich den Blush einfach alternativ mitgenommen. Und zwar ist es der Facefinity Blush in der Farbe 50 Sunkissed Rose. Auch eine wunderschöne Farbe, wo ich wirklich Bock drauf habe, das mal auszuprobieren. Sieht sehr sandig aus irgendwie. Bin ich echt gespannt. Hat auch so einen Schimmer mit dabei. Den habe ich eben schon mal aufgemacht gehabt, weil ich einfach neugierig war. Ist ein bisschen knalliger. Ist auch mal ganz schön, ne? Oh, der hat einen schönen Glanz auch mit dabei. Also nicht glitzernd, glänzend. Glänzend. Dann habe ich auch noch eine neue Mascara gesehen. Und zwar von L'Oreal, die Volume Million Lashes. Aber Baume Noir. Ne, ich lasse mich ja gerne von so Neuheiten anfixen. Und jo, schaut aus wie die ganz normale Volume Million Lashes, die ich eigentlich auch ganz okay finde. Und ja, die hat auch so ein Gummibürstchen, was sehr vielversprechend aussieht. Also da bin ich echt mal gespannt. Ich weiß nicht, was dieser Baume Noir bedeutet, aber das muss mal ausprobiert werden. Ja, riecht nach Mascara. Eigentlich auch ein bisschen nach Desinfektionsmittel läuft. Gut, zwei dekorative Kosmetikprodukte habe ich noch. Und zwar hat L'Oreal, da war ich ein bisschen verwirrt, deswegen habe ich einfach mal beide mitgenommen, zwei verschiedene Foundations rausgebracht. Einmal die L'Oreal Paris Perfect Match Nude auf polsterndes, getöntes Serum. 1% Pure Hyaluronsäure in der Farbe 0,5 bis 2 sehr hell. Also wir merken uns, Serum Foundation von L'Oreal, ne? Aus der Perfect Match Reihe. Die Perfect Match Foundation habe ich ja schon mal leer gemacht. Mag ich ganz gerne leiden. Und dann haben die aber auch nochmal für die Age Perfect Reihe was rausgebracht. Und zwar Serum in Make-up Foundation. Fand ich auch, also weiß ich nicht. Hat mich verwirrt, habe ich deswegen aufgrund von Verwirrung beides mitgenommen. 150 Beige Creme, Cream Beige. Vielleicht mache ich tatsächlich einfach mal einen Test, wo ich beide verwende. Also auf der einen Seite die normale von L'Oreal und auf der anderen Seite die Age Perfect. Und dann gucken wir mal, was der Unterschied ist. Weil für mich, ja gut, die Verpackung ist unterschiedlich. Ich glaube, der Preis ist auch ein bisschen unterschiedlich. Aber ansonsten sind die doch sehr, sehr ähnlich. Keine Ahnung. Fand ich interessant und deswegen habe ich beide mitgenommen und dann müssen wir die mal ausprobieren. Und jetzt gehen wir mal weiter zu dem Bereich Hundefutter. Da habe ich von Jim Dog was mitgenommen, das war irgendwie auch neu. Train and Treat Grill, verfeinert mit Hanfsaat, fand ich witzig. Ich glaube, Sammy wird es auch witzig finden. Das ist getreidefrei, ohne zugesetzten Zucker und ohne irgendwelche Geschmacksverstärker oder halt Farbgeschichten. Ja, und da hast du halt diese Grillviecher mit da drin, ne? Also quasi Fisch, quasi. Fisch und Proteine ist es ja auch in dem Fall. Dann habe ich hier auch noch mitgenommen von Jim Dog Train and Treat Insekt verfeinert mit Sandhorn. Das fand ich einfach so richtig, ach, Etepetete, der feine Herr. Ne? So stehe ich manchmal im DM und denke dann über die Sachen, die im Regal stehen. Es ist so, okay, läuft. Ja, und da hast du einfach Insektenkram mit drin, auch das proteinreich in dem Sinne ja. Getreidefrei, ohne zugesetzten Zucker und das ist auch ohne Geschmacksverstärker und Farbstoffe. Ja, und dann hat er halt hier Sanddorn und Insektengedönsen, ne, so kleine Treaties. Fand ich ganz süß, fand ich ganz cool. Und weil ich sowieso ja dann immer so durch den Laden stöber und dann auch was mitnehme, falls ich so an Sammy denke, ne, dann freut er sich. Und jetzt gehen wir mal weiter zu Essen. Ja, da habe ich auch ein bisschen was mitgenommen. Das fand ich sehr interessant. Ich glaube, das war neu. Das habe ich auch bei Rosa 87 Lee bei der lieben Cindy nämlich gesehen. Die hatte da auch was von vorgestellt. Und zwar ist es von DM Bio Summer Bakery Picknickbrötchen Backmischung. Fand ich toll. Und da machst du irgendwie nur Wasser mit dabei und dann kommt das alles irgendwie in den Ofen und dann geht die Party ab. Also natürlich musst du auch noch durchkneten und so, ne? Und dann hast du da halt Brötchen. Fand ich schön. So Brötchen sind nie weg, ne? Und ja, ich habe mir gedacht, dann kann ich mag nicht gern backen. Aber vielleicht kann ich das ja mal zu Hause machen und dann freuen wir uns darüber. Mal
gucken. Also Picknickbrötchen, warum eigentlich nicht? Jo. So, dann habe ich noch mitgenommen für meinen Freund, weil der, ich denke ja nicht nur an meinen Hund, sondern auch an meinen Freund, wenn ich dann im DM unterwegs bin. DM Bio Honigwaffeln. Das ist halt diese Strohwaffeln quasi, ne, was man auch im Action bekommt oder was. Wir wohnen ja auch in der Nähe der holländischen Grenze und wenn dann irgendwann mal wieder Markt ist, kriegen wir sowas halt auch bei uns auf dem Markt direkt vom Holländer. Und mein Freund mag die total gern und ich weiß, wenn ich ihm gleich die Packung so hinlege, die will weg sein. Dann gehe ich duschen und die Packung ist leer. Ist wirklich so. Also der liebt die Teile. Unfassbar viele Kalorien, wir dürfen nicht drüber nachdenken, aber die sind halt auch einfach lecker. Ne? Das sind halt so Honigwaffeln, so lecker, wirklich lecker. Ich schaffe davon, glaube ich, eine und dann bin ich pappsatt, aber mein Freund liebt die halt und dann kriegt er die und dann freut er sich. Der findet die, glaube ich, von DM Bio ein bisschen zu wenig süß. Also die gibt es halt, wenn wir die direkt vom Holländer holen, sind die viel, viel süßer, ist klar. Ne? Aber ja, das wird er auch cool finden. Ja, wir brauchen auch wieder Espresso-Bohnen, die von DM Bio mögen wir richtig, richtig gerne. Und die kommen dann in unseren Kaffee-Vollautomaten. Da haben wir uns jetzt einen neuen geholt, weil unsere Jura-Maschine, ich glaube, schon über 10 Jahre jetzt alt war. Und die ist kaputt. Die ist wirklich kaputt. Ja, nicht so geil. Und dann ja, haben wir uns halt eine neue geholt. Egal. Auf jeden Fall machen wir da auch Espresso-Bohnen rein, denn Espresso-Bohnen sind halt viel, viel bekömmlicher und besser für den Magen. Und deswegen holen wir immer Espresso-Bohnen und keine normalen Kaffeebohnen. Die sind dann halt ja nochmal ein bisschen mehr geröstet und dementsprechend weniger Bitterstoffe und sowas drin. Kann ich euch nur empfehlen, ne? Dass wenn ihr auch irgendwie Magengedönsen habt, euch Espresso-Bohnen anstatt von normaler Kaffeegeschichtenbohnen zu holen. Ja. Hier haben wir drin 75% Arabica und 25% Robusta-Bohnen. Robusta-Bohnen, also diese Arabica-Kaffee ist halt immer so, ich habe mal in dem Bereich gearbeitet, wo ich überall schon gearbeitet habe, ne? Ist halt das ganz reguläre, was man so kennt. Und Robusta ist halt nochmal ein bisschen würziger, würde ich mal so sagen. Die sind etwas geschmacksintensiver. Ne? Wenn man halt so sich das durchliest, was da immer so drin ist. Robusta steht immer für ein bisschen mehr Kräftigkeit und Arabica eher so für dieses Mainstream, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Dann habe ich etwas mitgenommen, was jetzt so halb in Haushalt und halb in Food reinfällt. Eigentlich ist es ein Food-Produkt und zwar bei Rossmann von NR Bio den Apfelessig Naturtrüb. Natürlich kommt der bei uns auch in das ganz normale Regal, wo wir auch unseren Essig stehen haben und das wird dann auch zum Beispiel für Salate oder sowas verwendet. Aber hauptsächlich möchte ich den gerne verwenden, weil wir halt super viele Fruchtfliegen und sowas bei uns haben, weil wir ja relativ ländlich wohnen und hier hast du so viele Fliegen, das ist der Wahnsinn. Gerade jetzt aktuell, ne, das ist krass, die kommen halt von draußen rein, weil draußen ist relativ kühl und dann wollen die rein und dann sind die alle bei uns in der Küche, das ist Wahnsinn. Steht natürlich auch Sammys Futter und so, deswegen sind die halt da. Und dann habe ich da immer so ein Schälchen stehen, wo ich halt so ein bisschen so zwei Finger breit von dem Essig reinmache. Aktuell haben wir Himbeeressig da, der geht wie sonst was. Also da sind so viele Fliegen immer reingekommen, Wahnsinn. Dann mache ich da nur einen Tropfen Spülmittel rein und das ist halt die Fliegenfalle schlechthin, Leute, ich sage euch das. Also was Fruchtfliegen angeht, mega, beste Geschichte und ja. Ne? Genau, deswegen, dafür wollte ich das mal ausprobieren, mal gucken. Dann würde ich jetzt auch mal direkt weitergehen zum Bereich Haushalt, beziehungsweise hier habe ich noch etwas, was, wir sind ja schon im Haushalt, ne? Ja. Was eigentlich eher so Deko ist, das fand ich interessant, und zwar hat Profissimo Nature Kerzen rausgebracht. Das ist eine Stearinkerze aus nicht verzehrbaren Resten der Olivenölproduktion Südeuropas, 22 Stunden Brenndauer und vegan, also das soll halt irgendwie noch so ein bisschen rette den Planeten mäßig sein, und das fand ich cool. Ne, ich habe ja relativ häufig auch Kerzen an. Es glitzert auch so, aber ich glaube, das ist halt einfach dieses Stearin. Und wenn man dadurch halt noch was Gutes tut, duftet jetzt so nach nichts, ne? Ist es ja nicht verkehrt. Und ich habe halt gerne Kerzen an, einfach für die Gemütlichkeit. Dann habe ich noch einen Rohrreiniger mitgenommen. Ich weiß, letztes Mal habe ich einen geholt von Rohrfix oder sowas, der halt so natürlich ist. Erstmal braucht er wirklich lange, um einzuwirken und zum anderen ist er leider nicht so wirksam, wie ich mir das gehofft habe. Und jetzt wollte ich halt einfach mit einem krassen Zeug wieder hinterhergehen. Ist blöd, aber die Rohre müssen frei, Leute, ich sag euch das. Ja, das ist einfach der normale Ding mit Rohrreiniger, mit Kraftformel für Küche und Bad. Löst effektiv Verstopfung, beseitigt unangenehme Gerüche, für alle gängigen Rohrarten geeignet. Läuft, ne? Und den kann man halt recht zügig dann auch verwenden. 30 Minuten, genau. Und das andere musstest du halt echt 8 Stunden einwirken lassen. Das nervt dann so ein bisschen. So, ja, klassisch Haushalt ist natürlich auch etwas, ich habe in der Ideenwelt geshoppt. Und da habe ich habe jetzt nur noch Ideenweltprodukte. Da habe ich hier so eine Kehrgarnitur gekauft, weil ich das gut finde.
dass du da so einen Stiel dran hast. Ne? Ich bin ja begeistert. Und dann kann man das auch irgendwie oben zusammen machen und wir hängen das uns dann irgendwie um eine Tür hinten dran und haben dann halt so eine Kehrgarnitur. Das Ding hier unten ist halt flexibel und dann musst du dich nicht bücken. Man wird ja nicht jünger, Leute. Ne? Ich bin ja auch 32 Jahre alt und mein Freund ist nochmal 2 Jahre älter. Alles gut. Aber es ist halt angenehmer, wenn man das halt dann mit so einem Vieh machen kann. Ich habe das auch irgendwo schon mal gesehen, aber ich habe sowas nie gekauft. Und jetzt stand ich da eben vor und das war das Letzte, was es dann noch gab. Und da habe ich mir gedacht, komm Claudia, jetzt nimmst du es mal mit. Und das hat hier auch so eine Gummilippe, ne, dass es auch alle gut funktioniert. Ich bin guter Dinge, dass wir da unsere Freude mit haben werden. Und wir haben echt, wir sind so, mein Freund ist, glaube ich, mindestens genauso tollpatschig wie ich. Wir haben ständig irgendwas, was wir wegfegen müssen. Ne? Natürlich haben wir auch einen Staubsauger, klar. Aber manchmal ist es halt auch, ne, nimm sie eben Handfeger und Kerblech und weg damit. So, dann habe ich noch etwas geholt. Und zwar ist das ein Fusselrasierer. Der kostet nur 3,99 €. Fand ich super, super interessant. Ich habe zwar letztens gesehen, dass die Ideenweltprodukte jetzt bei irgendeinem Test nicht so ultra gut bei weggekommen sind. Ich habe mir aber gedacht, komm, das versuchst du mal. Weil ich habe jetzt so häufig so Kleidung gehabt, ne, die ich aussortiert habe, weil die mir zu fusselig waren oder sonst irgendwas. Und jetzt habe ich hier so einen Fusselrasierer. Kann ich ja mal ausprobieren für 3,99 €. Das tut ja nicht weh, ne? Und ja, da kannst du einfach dann das Ding nehmen und damit gehst du dann über deine Kleidung und dann rasiert das halt dieses Pilling weg. Bin ich echt gespannt drauf. Muss ich auf jeden Fall anwenden, verwenden und ausprobieren. Dann habe ich noch was mitgenommen. Wir haben halt auch einen Hund, ne? Obviously, unser kleines Monsterchen. Und der darf auch auf die Couch, ja. Und vielleicht ist das Ding sinnvoll. Ich weiß es nicht. Unsere Couch kannst du natürlich mit einem Staubsauger drüber gehen. Die hat in der Ideenwelt auch einen Staubsauger, der einen extra Tierhaaraufsatz hat. Brauchen wir nicht. Wir haben einen extra Tierhaaraufsatz, den wir auf unseren Akkustaubsauger machen können. Also ne, muss ich jetzt nicht für 25 € mir so ein extra Ding kaufen. Aber ich habe mir gedacht, noch cooler ist es doch, wenn man das ohne Strom machen kann. Ne, da habe ich mir jetzt nochmal so eine Fusselrolle mitgenommen. Die ist wiederverwendbar, abwaschbar. Leichte Reinigung entfernt Haare und Fusseln von allen Oberflächen. Und da ist ein Hund abgebildet. Und das ist irgendwie auch so, ich weiß nicht, muss man das jetzt so abziehen? Ich glaube schon, ne? Ja. Und das ist hier halt die Fusselrolle. Da muss man halt noch die Folie von abziehen. Und hier hat man dann halt dieses, ich weiß noch nicht genau, wie ich das anzuwenden habe. Ist es so drüber wahrscheinlich, wa? Ne, das muss ich ja auch drehen. Ich weiß es noch nicht, weil das muss ja auch für irgendwas sein. Drehen kannst du es nicht. Muss ich nochmal gucken. Ich werde euch auf jeden Fall im Aufgebraucht-Video berichten, weil das hat ja so ein Vieh hier hinten dran, ne? Dann kann ich euch auch ein bisschen mehr dazu sagen, wie es dann in der Anwendung war. Dann habe ich noch mitgenommen ein Kfz-Ladegerät. Und das kannst du dir einfach in den Zigarettenanzünde-Gedönsen im Auto stecken und hast dann hier einen USB-Anschluss mit dabei und ein 5 Volt 2,4A. Keine Ahnung, ich glaube, das ist nichts, was ich normalerweise verwende. Und dann kannst du dein Handy laden oder was auch immer. Und das finde ich ganz praktisch, ne? Ist nicht verkehrt. Ich hoffe nur, dass es der richtige Anschluss ist. Keine Ahnung. Ne? Ich hoffe es. Ich werde es ausprobieren. Ich werde euch berichten. Dann habe ich mir noch ein bisschen was Fashion-mäßiges mitgenommen. Ich lasse es aber im Haushalt drin jetzt hier. Mini-Slip-Doppelpack. 92% Baumwolle. Bio. Läuft. Größe M. Green Quality natürlich gut. Ich habe mir Schlüppis mitgenommen. Ja. Ne? Finde ich ganz angenehm, wenn man irgendwie so einen weißen Rock an hat oder so, dass man jetzt nicht unbedingt die Unterbüchs durchsieht. Und ja, manchmal möchte ich halt auch eine Unterbüchs anhaben und nicht einen Tanga, weil Tangas habe ich halt in dieser Knochenfarbe, in diesem Beige, aber halt keine Unterblinden. Und vielleicht sind die auch super bequem und ich kann die ja generell im Alltag tragen. Mal gucken. Fand ich aber schön, deswegen durften sie mit. Ja, werden jetzt erstmal gewaschen und dann werden sie anprobiert. Und dann habe ich mir noch was mitgenommen. Da habe ich immer mal wieder drüber nachgedacht, dass ich mir das kaufen möchte. Und jetzt war es halt in der Ideenwelt verfügbar. Ich finde 16,99 € schon nicht so günstig, aber ich habe mir direkt 2 Stück davon mitgenommen. Das ist die beste Logik überhaupt, ne? Ich habe erst gedacht, nimmst du vielleicht noch ein paar mehr mit. Aber ich habe mir dann in Anführungsstrichen nur 2 mitgenommen. Und zwar sind das einfach faltbare Wäschekörbe. Wie unfassbar praktisch ist das bitte? Und ja, wollte ich wie gesagt immer schon mal haben. Und jetzt habe ich welche und das finde ich klasse. Denn ich habe das immer, im Keller wasche ich halt ganz normal unsere Wäsche. Und dann hole ich die halt hoch, falte die Wäsche zusammen und dann stehen diese Wäschekörbe Ewigkeiten vor unserer Kellertür rum, bis ich sie wieder runterbringe. Und ich fliege 5-mal drüber gefühlt und reg mich da immer wieder drüber auf. Und so kann ich die einfach zusammenklappen und dann an die Kellertür ranstellen und dann vielleicht nur minimal dagegen laufen. Ich weiß es noch nicht genau. Aber das fand ich ganz cool und die sind auch gar nicht mal so klein. Das heißt, da kriegt man dann auch wohl eine ganze Maschine rein. Das muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen ausmachen. Oh, leck mich. Pop ist da. Warte, ich krieg das irgendwie hin.
zack, zack. Ist halt praktisch, ne? Und was ich halt auch so gut dabei finde, jetzt ist die so ausgeklappt, herzlichen Glückwunsch, ist, dass es halt zu ist und dass du da keine Löcher drin hast. Ich mag keine Wäschekörbe, die Löcher drin haben, weil ich manchmal halt auch andere Sachen da reinmache. Oder ich nutze das halt wirklich als Wäschebank, dass ich da vorher Wäsche drin einweiche oder so. Und dann macht das natürlich wenig Sinn, wenn da Löcher drin sind. Ne? Ja, genau. Finde ich klasse, finde ich toll, gefällt mir. Und ich bin froh, dass ich die mir jetzt bestellt habe. Denn ich glaube, ich habe da meine Freude mit. Ein bisschen kleiner als reguläre Wäschekörbe sind die schon. Da muss man ja auch die Kirche hier im Dorf lassen. Aber, ne? Also ich finde, ich habe gut eingekauft. Es sind sinnvolle Produkte dabei, auch ein bisschen sinnfreie Produkte, wo man halt mal ein bisschen ausprobieren möchte. Aber ich finde es cool. Ja, ihr Lieben, und das war es jetzt hier von meinem Haul. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!